Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Sortiments-Updates-Video. Es geht weiter mit Catrice, nachdem mein letztes Video bei euch sehr, sehr gut angekommen ist, wo ich euch die neuen Essence-Produkte gezeigt habe. Falls ihr es nicht gesehen habt, ich verlinke es euch einmal hier oben in dieser Ecke, geht es nun weiter mit einer halben Catrice-Woche. Beziehungsweise fast der ganze Monat ist nur noch Catrice. Ich habe so viele neue Produkte hier. Es ist unglaublich. Ich habe bestimmt 7 Lidschattenpaletten, Foundations, Concealer. Wirklich komplett Full-Face-Neuheiten. Und da das Ganze so viel ist, dass ich das gar nicht in dieses Video alles reinkriege, gibt es heute ein Catrice-Neuheiten-Video und vermutlich am Montag. Und wenn alle Stricke reißen und ihr noch mehr sehen wollt, dann natürlich auch noch am Mittwoch. Es ist wirklich eine Menge und ich möchte gar keine Zeit verlieren und gleich mit euch anfangen. Freunde, ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr habt gut geschlafen, ihr seid glücklich, ihr seid satt. Also gut geschlafen, das ist ja, ne, abends. Ich hoffe, ihr schlaft gut nachher. Aber Freunde, ich bin extrem gespannt. Es sind so viele wundervolle Produkte, optisch zumindest. Und ich bin echt gespannt, wie die Sachen sind. Ein kleines Dank geht raus an euch, denn ihr habt tatsächlich, wie auch immer, wobei ich kenne euch, die komplette Five in a Box Bestandsmenge, die es bei Catrice online gab, ausverkauft. Es tut mir sehr leid für die, die sie nicht bekommen haben. Ich freue mich aber, dass ihr einfach so krass hinter mir und meiner Meinung steht. Und Catrice hat sich da auch sehr gefreut und mir sogar geschrieben. Also die Golden Nude Look Palette der Five in a Box Palette, die ist nicht mehr da, aber die kommt dann zu den anderen Händlern, wenn es dann soweit ist. Die Produkte sind alle online schon zu kaufen. Also wenn ihr etwas unbedingt haben wollt, schaut unbedingt online vorbei. Aber ich würde vorschlagen, wir fangen einfach an. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Es wird in den nächsten 2 Wochen sehr, sehr spannend. Das ist der größte Schritt meiner Karriere. Und ich freue mich, wenn ihr Teil davon werdet und meinen Kanal abonniert. Für euch ist es nur ein kleiner Klick. Für mich bedeutet das ganz, ganz viel. Und jetzt, Freunde, geht es los. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, womit ich anfangen soll, weil es ist wirklich, wirklich viel. Ich sehe ein bisschen aus wie, ne, ein bisschen fix und fertig. Aber wir packen da jetzt was rauf. Und zwar möchte ich als erstes was auf die Lippen geben, damit die schon ein bisschen gepflegt sind. Und ihr erinnert euch ja an diese Clean ID-Reihe, die ja vorrangig aus natürlichen Inhaltsstoffen gemacht werden soll. Gutes Packaging, so gut es geht auf Plastik verzichten. Ich glaube, hier ist komplett sogar auf Plastik verzichtet worden. Ich weiß es nicht. Und hier ist ein Highly Caring Lip Balm mit 98% natürlichen Ingredienzen und Hanfsamenöl. Das Ganze ist vegan und das ist halt wie so ein Labello. Kann man hier so rausdrehen und den gebe ich mir schon mal so ein bisschen vorab auf die Lippen, dass sie einfach ein bisschen Pflege bekommen. Ich liebe die Clean ID-Reihe von der Idee her auf jeden Fall schon. Von den Produkten habe ich noch nicht so viel probiert, werde ich aber im nächsten Video tun, denn es gibt auch 2 neue Clean ID-Lidschattenpaletten und Mascara. Also es gibt eine Menge neue Produkte dazu. Fühlt sich gut auf den Lippen an, kann man sich mal mitnehmen, wenn man ein schönes Pflegeprodukt für die Lippen braucht vielleicht. Ich habe auch noch Primer. Ja, ich habe Primer. Es gibt nämlich jetzt ein aus dieser Skincare-Reihe von Catrice ein Glow Beautifying Face Oil. Alleine oder als Basis unter Make-up zu verwenden. Genau, das ist ein Öl, ein Gesichtsöl und da sind so kleine Schimmerpartikel mit drin. Das ist auch vegan. Hier ist Mandelöl drin, Jojobaöl, Arganöl und Rosenöl drin. Schüttelt das Ganze einmal. Ich glaube, ihr könnt es nicht so gut erkennen. Ich schaue mal, dass ich euch das nachher abfilme. Das soll einfach so ein Face Oil sein. Ich nehme wirklich nur ganz, ganz kleine Menge. Es ist richtig, richtig schön. Ihr könnt es nicht sehen, es ist zu flüssig. Und das gebe ich mir einmal ins Gesicht. Ich bin. Wow, es riecht gut. Gebt mir wirklich nur eine ganz, ganz dünne Menge damit aufs Gesicht, weil meistens ist es so, dass manche Foundations sich nicht so gut mit Öl vertragen. Aber ich liebe Öle abends. Also es gibt keinen Abend, wo ich kein Öl mehr ins Gesicht gebe. Meistens ist es Marula-Öl oder Rosehip. Wie heißt es? Hagebuttenkernöl. Liebe ich total und gibt der Haut gleich einen sehr schönen Glow. Freunde, seid ihr bereit für die Foundation? Die kennt ihr tatsächlich schon. Das ist die True Skin Foundation. Ich liebe diese Foundation. Ich habe sie jetzt auch in den letzten Tagen nach meinem Video sehr, sehr oft getragen, weil sie sehr, sehr schön ist. Also man kann sie auch leicht tragen, was ich sehr schön finde bei der Foundation, wenn man sie so ein bisschen in eine Tagespflege mit reinmischt, für so einen ganz, ganz wirklich sehr leichten Touch of Color. Verträgt sich sehr, sehr gut mit Cremes. Also ich benutze da meistens die Beauty Mates Creme. Aber
tolle Foundation. Ich bin sehr gespannt, wie die mit dem Öl funktioniert, denn die Foundation ist ja doch schon von der Konsistenz her eher in die trockenere Richtung. Also ich würde sie jetzt nicht als trocken beschreiben, aber sie ist schon etwas trockener als andere Foundations, die ich habe. Mache wie immer erstmal eine halbe Seite. Die kennt ihr schon, die Foundation. Ich arbeite das Ganze auch mit meinem Beauty-Schwamm ein. Ist für euch einmal unten in der Infobox verlinkt. Ich habe euch ein kleines Stückchen herangeholt, damit ihr alles wirklich gut sehen könnt. Und so sieht das Ganze wirklich gut aus. Ich schaue mir das Ganze nochmal von Namen an. Okay, doch, ja. Ganz ehrlich, mir gefällt die Foundation mit diesem ganz zarten Touch von dem Öl drunter viel, viel besser als vorher, weil sie sehr, sehr leicht jetzt auf der Haut aussieht. Also sie sah ja vorher schon leicht aus, aber jetzt ist es eher so ganz weich. Die sieht so ein bisschen aus wie die Dior Foundation jetzt. Die Forever Skin Glow Foundation in Kombination mit dem Öl, fantastisch. Okay, Foundation ist einmal eingearbeitet. Wie gesagt, mit dem Öl gefällt es mir jetzt auf den ersten Eindruck. Also so ungesittet, frisch auf der Haut. Besser als vorher, finde ich ganz krass, weil ich bin eigentlich nicht so der Fan von Öl. Aber es sieht wirklich schön aus. Jetzt kommen wir zum Produkt, Freunde. Da bin ich sehr gespannt. Also eigentlich nicht mehr so, weil ich habe es schon getestet. Ich hatte mir nämlich ein paar Sachen vorab einfach schon selber gekauft. Und zwar ist es der True Skin Concealer. Der ist passend zu der Foundation und ich finde es mega, dass es endlich mal wieder neue Base-Produkte gibt. Ich habe den auch schon getragen. Ich wollte heute aber was anderes probieren mit euch. Und zwar habe ich hier einmal für unter den Augen die Farbe 020. Die gebe ich mir schon mal hin. Das Füßchen ist ganz, ganz toll. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber das ist so ein bisschen flach, so ein bisschen breiter. Und ihr könnt damit wirklich gut den Concealer hier auch an euren Augeninnenwinkel geben und dann hier an den Augen lang. Und dann wollte ich heute mal was mit euch probieren, denn die Shade Range von dem Concealer ist wirklich, wirklich gut. Und ich habe zwei dunklere Farben jetzt mal rausgenommen und wollte damit probieren, so ein bisschen zu Cream-Konturen, Bronzen. Ich habe keine Ahnung, ob es geht. Wenn es nicht funktioniert, liegt es an mir. Ich gebe mir jetzt hier erstmal, ich glaube, die Farbe reicht schon fast, ne? Ich wollte eigentlich nicht dunkler gehen. Ich finde, so mit Concealern zu konturieren, ist manchmal sogar ein bisschen natürlicher als so mit extra einem Cremeprodukt. Und Achtung, es ist günstiger. Ich fange als erstes an, den Bronzer so ein bisschen einzuarbeiten. Ich nehme dazu die eine Seite von meinem Beauty-Schwamm und blende mir das Ganze hier so ein bisschen ein. Es ist natürlich jetzt recht warm, denke ich, weil es ist ein Concealer und Concealer sind meistens nicht so kühl. Aber ich müsste mal eigentlich durch die Farben schauen. Ich mag es ja gerne, wenn es so ein bisschen wärmer im Gesicht ist und ein bisschen aufgebronzt. Also der Concealer hat eine extrem hohe Deckkraft, das ist krass. Das ist ein High-Coverage-Concealer mit feuchtigkeitsspendenden Hydro Boost Komplex, kein Absetzen in Fältchen. Frisches und gleichmäßiges, soft mattes Finish, deckt Augenringe ab, langanhaltend und wasserfest. Ich liebe wasserfeste Concealer, vor allen Dingen jetzt für das, was ich hier gerade mache, ne? Also dieses ein bisschen Bronzen damit, denn ich schwitze ja meistens hier am Haaransatz und da sieht das Ganze dann immer wirklich schön aus, wenn das so ein bisschen wasser- und schweißfest ist. Ich nehme jetzt eine andere Seite von meinem Schwamm und blende den Concealer aus. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das jetzt mit der Foundation trägt. Denn ich habe beides zusammen noch nicht probiert tatsächlich. Den Concealer habe ich schon ein paar Mal getragen, damit ich euch einfach schon mal so eine kleine Review geben kann. Fantastisch. Also der hat eine höhere Deckkraft als der Catrice Liquid Camouflage Concealer. Aber es ist kein Tarte Shape Tape Deckkraft Concealer. Was der Concealer auf jeden Fall hat, ist so einen leichten Glow. Ich sehe verrückt aus. Einen ganz, ganz zarten Glow hat der Concealer. Beziehungsweise sieht der sehr feuchtigkeitsspendend auch schon aus. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee war, mit dem Concealer auch zu konturieren, weil die Farbe, glaube ich, vielleicht vorbei. Mag ich das gerade? Ich weiß es nicht. Okay, also ich muss sagen, ich liebe es so, wie es gerade aussieht. Es ist sehr hydrating im Gesicht. Hier nochmal so ein bisschen rüber und blende das alles aus. Es sieht sehr saftig, sehr frisch, sehr glowy aus. Und ich finde, farblich passt das Ganze auch ganz gut. Bis hätten, Freunde. Und da gibt es ein neues Puder. Und das ist das Poreless Perfection Powder. Eine universelle Shade. Da bin ich immer recht skeptisch. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich nehme die flache Seite von meinem Schwamm und sette damit so ein bisschen unter meinen Augen. Erstmal. Und das Puder hat jetzt nicht den Concealer farblich verändert. Und es sieht wirklich so ein bisschen transparent aus. Schaut mal auf der Stirn. Das mattiert. Und dann gehe ich hier einfach rüber. Und dann gleicht sich das so ein bisschen aus. Ich nehme nochmal einen Puderpinsel. Und sette damit wirklich mein gesamtes Gesicht.
Also ich glaube nicht, dass es wirklich für dunkle Häute funktionieren wird, weil es dann doch, glaube ich, einfach zu hell ist. Aber für hell bis mittel, glaube ich, ist das eine gute Sache, weil es hat nicht wirklich Farbe, aber es ist auch nicht wirklich dieses weiße, transparente Puder. Ist ganz spannend. Ich kann es gar nicht so gut beschreiben. Ich glaube, ich brauche trotzdem noch ein bisschen Bronzer. Da habe ich jetzt nämlich zu wenig im Gesicht, finde ich. Also ich muss sagen, mit dem Concealer zu so eine Form schon mal grob vorzugeben, hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, wenn ihr heller als ich seid, dann funktioniert das mit der Farbe besser. Das war eigentlich meine perfekte Hautfarbe und da die Foundation zu hell war, ich glaube, ihr könnt mir so ein bisschen folgen. Highlighter, Freunde, da werden sich mit Sicherheit einige von euch freuen. Denn erinnert ihr euch an die Glow Patrol Limited Edition? Das waren Highlighter. Und die gibt es jetzt neu. Die sind ein bisschen kleiner und nicht mehr in der Limited Edition, sondern im Standardsortiment. In drei Farben. Und wir benutzen heute den More Than Glow Highlighter. Der hat lichtreflektierende Pigmente, verschmilzt perfekt mit der Haut und verleiht einen einzigartig metallisch glänzenden Glow. Die Dinger haben es wirklich in sich. Sie sind butterweich und das ist kein softer Highlighter. Schaut euch das an. Das ist wirklich übertrieben glow. Also ich brauche fast gar nichts mehr aufnehmen. Schieß hier. Okay, also der Highlighter, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Der ist wirklich on point. Den hatte ich euch schon mal gezeigt. Das war der Catrice Brow Definer. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt hatte oder noch nicht. Ich erzähle euch immer so viel in den Videos. Ich mag den von Essence lieber, aber, und jetzt kommt's, ich habe ja zwei verschiedene Farben und ich nehme für die untere Braue den hellen, das ist die Farbe Blond, Dark Blond, und ziehe damit hier unten die Linie nach und oben und habe schon eine wirklich sehr, sehr gute Braue. Und das mappt mir schon mal so ein bisschen die Form. Also ich will nicht mit so einem schwarzen Balken darunter haben, sondern ich will einfach nur, dass es so aussieht, als wenn sie wirklich perfekt gezupft. Gut, ich war gestern bei Benefit und habe mir die Augenbrauen machen lassen. Ich glaube, ihr könnt mir so ein bisschen folgen. Also für hier unten ist es perfekt. Außen gehe ich dann nochmal auch gerne mit einer dunkleren Farbe. Das ist jetzt die Farbe Ash Brown. Und fülle das hier so ein bisschen auf in so leichten, feinen, strichelnden Bewegungen. Und kann dann hier hinten die Spitze der Braue einfach nochmal so ein bisschen definieren. Dafür sind die sehr gut. Also zum Haare malen, zum wirklich einzelne dünne Haare malen, mag ich nicht ganz so gerne leider. Aber da hat Essence den Little Tiny Tip Precise Brow Pen rausgebracht. Den finde ich grandios. Also das ist mit das beste Produkt, was es in der Drogerie gibt, was es so auch noch nicht in der Drogerie gab. Es gibt einen von MAC, es gibt einen von Urban Decay, aber die sind alle nicht so gut, finde ich. Und der ist wirklich unbeschreiblich. Amazing! Freunde, es geht weiter mit Lidschatten. Und jetzt, ach Mann, ihr seid einfach zu krass. Und diese Five-in-a-Box-Dinger, ich glaube, sie kommen auch in die Drogerie. Die eine Farbe ist ja ausverkauft jetzt, dank euch. Das ist die Golden Nude Look Palette. Ich möchte zwei verschiedene Looks schminken. Und zwar habe ich hier jetzt einmal die ich eigentlich meinte, Warm Spice Look Palette. Und die kommt der Natasha Denona Palette schon wirklich echt nah. Wir machen zwei verschiedene Looks. Es gibt auch sogar einen Lidschatten Primer, ein Waterproof Lidschatten Primer, der den Lidschatten 18 Stunden haltbar machen soll. Den tragen wir uns jetzt einfach mal auf. Also ich weiß ja, dass die Five in a Box Paletten gut sind. Wenn das jetzt nichts wird, liegt es am Primer. Er hat so eine ganz leichte Tönung mit drin. Was ich damit gerne mache, ist, ich schneide die Augenbraue dann damit nochmal so ein bisschen mit aus und habe dann einfach noch mehr Definition. Presst das so richtig schön rein. Lässt sich gut verteilen. Also er nimmt tatsächlich die Foundation auch gar nicht ab jetzt darunter. Das ist ja immer so ein bisschen meine Angst. Aber wir machen zwei verschiedene Looks. Einmal mit der Five in a Box Soft Rose Look. Und ich gehe als erstes mit einem fluffigen Pinsel in dieses zarte Rosa. Sieht gut aus und setze mir das hier hin. Oh, der Lidschatten Primer ist toll. Also der greift halt richtig, richtig gut das Pigment auf. Schaut mal, wie schnell das geht. Es ist sogar noch ein kühles Grau mit drin. Also man kann auch noch eisiger gehen, aber ich will das so ein bisschen romantisch heute haben. Geht richtig, richtig gut.
Um das Ganze zu verdunkeln, nehme ich mir jetzt einen ganz, ganz kleinen Pinsel und gehe hier in die dunkelste Farbe. Die wird sehr pigmentiert sein und jetzt brauche ich auch einen Spiegel, weil sonst versaue ich den kompletten Look. Ich klopfe gut ab und setze mir das Ganze hier außen hin und ziehe es dann hier rein. Ganz leicht nur, dass ich wirklich wie so eine, ja, wie so ein V habe. Das ist ein sehr, sehr kühler Ton und blende das hier so ein bisschen aus. Ich nehme jetzt meinen Finger einfach mal und gehe hier in dieses Schimmer rein. Es fühlt sich extrem gut an. Ist so ein Focus, please. Fühlt sich extrem gut an. Und das setze ich mir einfach. Wow. Okay, es ist extrem metallisch. Schaut mal, ich kann hier immer noch weiter swatchen. Und dann gehe ich in die hellere Farbe. Und setze mir die hier vorne hin. Yes. Nice, sehr schön. Also die Schimmerfarbe, krass. Wir machen weiter mit der anderen Seite. Und da nehme ich dieses schöne, warme Backsteinrot auf dem Pinsel, setze mir das hier rauf und dann verblende ich das. Okay, krass. Also ich finde, wenn man den Lidschattenprimer noch so ganz kurz ansetzen lässt, alter Schwede. Du merkst richtig, wie der Pinsel so ein bisschen stocken bleibt auf dem Primer. Und er das Pigment einfach richtig, richtig gut greift. Und verdunkel das Ganze dann hier mit dem Braun. Auf mein bewegliches Lid gehe ich hier in diesen schönen roten Backsteinton. Ist das wie ein feuerbändiger. Und vorne in diesen hellen Goldton. Und ziehe mir damit wie so eine kleine Cut Crease. Wow, ich liebe diesen Look. Das ist so richtig hot, spicy Herbst-Make-up. Okay, Freunde, jetzt wird's spannend, denn es gibt Super Easy Magnetic Lashes mit einem magnetischen Eyeliner. Ich bin ja eh nicht die beste Maus in Eyeliner machen, aber der ist magnetisch und die Wimpern dazu auch. Ist eine sehr feine... ist eine Spitze. Und jetzt ziehe ich mir meinen Eyeliner. Die Lashes sind recht kurz, deswegen bleibe ich so ein bisschen im äußeren Bereich. Das ging aber gut. Der ist extrem flüssig. Und man kann damit tatsächlich einen Eyeliner malen. Cute. Haften 2 bis 3 Schichten des Eyeliners entlang des gesamten Wimpernkranzes auftragen und trocknen lassen. Für extra starken Halt Eyeliner so breit wie das Wimpernband auftragen. Wimpern direkt auf dem Lidstrich anbringen. Okay, wir machen jetzt erstmal wirklich nur eine softe Version. Ich mache natürlich jetzt keinen Langzeittest, wie lange die jetzt wirklich auf meinen Wimpern kleben bleiben, wenn ich, weiß ich nicht, durch die Gegend springe. Kleines Manko tatsächlich, der Eyeliner. Das Bürstchen ist nicht so ganz, ganz spitz, sondern es ist so ein bisschen breiter. Also man muss doch schon so ein bisschen geübt in Eyeliner sein. Bin ich jetzt nicht. Ich weiß halt nicht, ob das nur so eine Spielerei ist oder ob das wirklich das Leben vereinfacht. Weil man keine Klebereste drauf hat. Das wahrscheinlich schon. Aber wenn man keinen Eyeliner ziehen kann, dann ist es auch wieder so ein bisschen schwierig. Okay, wir probieren es jetzt einfach mal ohne Pinzette. Also es sind wirklich recht kleine Lashes. Und ich setze sie mir jetzt einfach. Ist ja verrückt. Das ist ja wirklich irre. Das hält ja wirklich. Also ich weiß nicht, wie lange das hält. Ne? Aber die Idee ist süß. Ist halt die Frage, nutzt man das im Alltag? Also möchte ich so kleine Lashes haben? Es gab auch noch einen anderen Style. Aber es geht halt wirklich schnell, ne? Also für so ein... Es fühlt sich auf jeden Fall nicht so schwabbelig an, wie gedacht. Egal, wir haben noch ein Setting Spray, Freunde. Und das ist Hydrating mit Kaktus, Blume und Pineapple Extrakt. Auch vegan. Das soll ein feuchtigkeitsspendendes Fixierungsspray mit Kaktus-Dings sein. Soll man schütteln. Da ist auch wieder so ein bisschen Glow mit drin. Oh, she's wet now. Während das Ganze trocknet, machen wir ein bisschen weiter mit den Lippen. Und zwar gibt es 1000 Lippenstifte, 1000 Lip Liner, 1000 Lip Glosse. Die zeige ich euch beim nächsten Mal. Jetzt probieren wir erstmal so als kleinen Test. Hier den Plumping and Maxi Lip, Trademark sogar. Der soll wohl die Lippen gleich so ein bisschen aufboosten. Da ist nämlich Minzöl drin. Spitze sieht recht gut aus. Ich glaube, ihr könnt es nicht erkennen, ne? Meine Hände. Wow, wie sehe ich eigentlich aus? Aber das... Was hier? Nein! Der Eyeliner! Och nee! Nein! 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 Also einmal hier oben und hier unten so ein bisschen. Finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch.
Aber meine Base sieht extrem glowy aus. Wow, das ist ja schon nicht mehr lustig. Okay, auf die Lippen kommt hier einmal der Lip Liner. Der riecht tatsächlich auch so ein bisschen nach Minze. Ich wollte dazu nämlich noch einen Lippenstift benutzen. Und der ist auch aus dieser Clean ID-Reihe. Und ich fand die Farbe so schön. Der hat 95% natürliche Inhaltsstoffe, vegan und glutenfrei. Und das ist so ein richtig schönes Nude. Sehr nude jetzt. Der Lip Liner passt jetzt dazu gerade nicht so. Vielleicht den mit einem grauen, braunen Lip Liner. Sehr, sehr schön. Und on top geben wir noch ein neues Gloss. Und das ist wieder aus diesen Volumizing Lip Boostern mit Farbe. Die Farbe Everyone's Nude. Und das gebe ich jetzt nochmal so ein bisschen drüber. Die machen so einen schönen Gloss-Effekt und geben den Lippen nochmal so ein bisschen mehr, bisschen plump. Es gibt auch noch, Freunde, wartet einfach aufs nächste Video. Ihr solltet das wirklich nicht verpassen, denn da sind nochmal so viele neue Produkte drin. Unglaublich. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit den neuen Catrice-Produkten. Ich glaube, alles außer dieses Eyeliner-Zeugs mit den Lashes. Irgendwas kitzelt mich. Ich glaube, alles außer dieser Eyeliner-Magnet-Zeugs. Fantastisch. Die Lidschatten bombastisch. Gut für 4 Euro, Freunde, ist das fantastisch. Lippen sind sehr, sehr schön. Ich liebe dieses Spray. Also das ist ja wirklich der krasseste Glow überhaupt. Ohne, dass es speckig ist. Also es ist trocken, ne? Ist schon wirklich crazy. Freunde, ich bin gespannt, was ihr zu den neuen Produkten sagt. Ich bin sehr happy, wenn ihr nächsten Montag wieder vorbeischaut. Also abonniert den Kanal unbedingt und drückt die Glocke, damit ihr das nicht verpasst. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal wieder. Passt auf euch auf.